What the fuck? Was war das? Ist das meine Mütze? Ah, nee, das sind die. What? Kommen Sie näher, junger Mann. What the fuck? Dieser sogenannte Journalist verhält sich wirklich immer seltsamer. Okay, weil ich jetzt hier zu lange rumgealbert habe. Dieses Gemälde aus dem ersten Jahrhundert. Dann hat sich das Christus ja doch gelohnt, alles, was ich hier zeigt tue. Eine solche Opferzeremonie. Das Opfer musste ziemlich lange leiden. Denn schließlich sollten die Münder ja so lange wie möglich geöffnet bleiben. Das Opfer erlitt jeweils drei Stiche, wobei mit jedem Stich eine Herzarterie durchtrennt wurde. Das Orakel selbst stach nicht auf das Opfer ein? Das Orakel durfte nicht mit dem Blut eines anderen beschmutzt werden. Deswegen wählte es eine Art Vertreter. Eine beliebige Person, rein zufällig. Diese Person wurde der Vollstrecker. Das Orakel übernahm vollständig die Kontrolle über den Vollstrecker, den es aus der Ferne manipulierte. Ein Maya-Ritual. Das also war es. Sie sind gar kein Journalist, oder? Wer sind Sie? Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich heiße Lucas Kane. Die Polizei sucht mich wegen eines Mordes, den ich nicht begangen habe. Aber ich war der Vollstrecker. Ein Mörder? Nein, der Vollstrecker, aber Digga, unschuldig. Hör doch mal zu. Ich stach auf einen völlig Unbekannten ein. Dreimal. In die Arterien. Wie Sie es beschrieben haben. Wollen Sie etwas sagen, dass heute noch ein Maya-Orakel lebt? So, was sage ich das jetzt? Ist absolut unmöglich. Vertrauen? Sie müssen mir vertrauen, Professor. Ich bin das Opfer eines Maya-Orakels. Ich kam zu Ihnen, weil ich glaubte, Sie können mir Erklärungen geben. Tut mir leid, junger Mann. Ich kann Ihnen nicht helfen. Unser Interview ist beendet. Ich an Ihrer Stelle würde durch den Personalausgang gehen. In der Zeitung, die der Museumswärter liest, ist Ihr Foto abgebildet. Und er würde Sie ganz sicher sofort erkennen. Danke für Ihre Hilfe, Professor. Oh. Oh, aber jetzt geht. What the fuck? Jetzt kann ich hier durchgehen, Alter. What the fuck? Nee. Also, minus ein Punkt. Unglaublich, dieses Videospiel. Ja, töte mich einfach. Ja, weil ich vom Auto gekullert bin. Damit endet meine Geschichte. Ich werde nie erfahren, was an jenem kalten Januarabend im Restaurant. Davon sterbe ich nicht instant. Hat dann der David Cage natürlich nicht gemocapt. Weil das
eine der wenigen Sachen ist, wo er dann doch seine Inkompetenz zugibt und sich dann so denkt, hä, ich mach doch keine Backflips, dann könnte ich mich doch verletzen. Nee, nee, das macht jetzt mal ein Stuntman. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich weiß genau, wie spät es ist und wie warm es hier an diesem Ort ist. So, dieser Ort hier heißt The Wave im Englischen. Und dafür gibt es niemals irgendeine Erklärung. Ah, da bist du ja. Ich wollte dich schon lange treffen. Nur wenige Menschen halten einem Orakel stand. Was ist an dir bloß so anders? Das Chroma. Du hast das Chroma. Das erklärt manches. Wie konntest du solche Macht erlangen? Sei's drum. Eins ist sicher. Deine Zeit. Das muss ein Traum sein, stimmt's? Du stehst nicht wirklich vor mir, oder? Wirklichkeit ist ein Begriff, der in meiner Welt keine Bedeutung hat. Wir sind nicht wirklich hier. Trotzdem wirst du hier sterben. Glaub mir, diese Welt ist genauso wirklich wie die deine. Das Chroma? Was ist das? Die Kraft, die das Universum erschuf. Der Ursprung von allem. Die, die es besitzen, haben erstaunliche Fähigkeiten. Genug. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir werden uns wiedersehen, aber im Jenseits. Kibintinakwintaone. So. Werde ich jetzt gefressen, oder? Naja, er schubst mich einfach nur. Moment mal. Ah, nee, das hätte und mich auch... damit endet meine Geschichte. Ich erlitt im Schlaf einen Herzinfarkt. Ich werde nie erfahren, was an jenem kalten Januarabend in der Toilette eines Restaurants im East End wirklich geschehen ist. Denn für meine Umwelt war ich lediglich ein Mörder. Also am Ende der Sektion wird ja die Zeit einfach angehalten oder zumindest der Panda... wie heißen die auf Deutsch? Panther im Englischen, aber auf jeden Fall wird die Zeit am Ende angehalten und warum wird das nicht einfach jetzt gemacht? Weil mich ja die KI hier in der Wave dann irgendwie rettet. Sind ja nur die schnellsten Tiere, die es, glaube ich, gibt in der Tierwelt, aber ich kann halt einfach wegrennen. Mit normaler Laufgeschwindigkeit. Nein, ich bin gestolpert, als wäre ich gescheitert. Und die Zeit hält einfach an. Agatha, wie kann... Hören Sie gut zu, Lukas. Die, die sich des Orakels bedienen, suchen ein kleines Mädchen. Eine vollkommen reine Seele, die nie Mensch geworden ist.
Ihre Ankunft wurde von der ältesten Prophezeiung der Menschheit vorhergesagt. Die nie Mensch geworden ist. Die sie im Traum sehen. Sie müssen sie vor dem Orakel finden und in Sicherheit bringen. Schnell, die Zeit ist knapp und sie sind ihnen erneut auf der Spur. Also das 12 Jahre alte Menschenmädchen, ist nie Mensch geworden. Wie Sie sich ahnen, sind wir verärgert. Sehr verärgert. Er entkam Ihnen erneut. Erst in diesem Museum. Schlechte Wahl, dieses Museum. Und dann in der Welle. Die Welle. Bleibt schlimmer. Dort haben Sie sich ihm offen gezeigt. Und völlig umsonst. Nun ja, gewisse Faktoren waren mir nicht bekannt, Gebieter. Welche Faktoren? Wer besitzt das Chroma? Das kann nicht sein. Blödsinn. Wie sollte er das Chroma besitzen? Ein Rätsel. Aber ich weiß sicher, dass du so ist. Game over oder Speedrun-Taktik? Speedrun-Taktik, okay. Das Orakel ist bei Markus. Wenn ich ihn nicht sofort warne, kommt jede Hilfe zu spät. Lass uns warten, Carla. Die Verstärkung muss gleich da sein. Glaubst du? Darauf warte ich nicht. Der Typ sagte, er sei in seinem Zimmer. Diesmal entkommt er mir nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass der Typ sich nicht geirrt hat, als er Kanes Foto in der Zeitung sah. So kurzsichtig wie der ist, erkennt er nicht mal die eigene Mutter. Das erfahren wir gleich im Zimmer 369. So, diesmal lasse ich Markus verrecken. Ich hätte einfach den Fernseher anmachen sollen. Geh dran, Markus, geh dran. Aber ich wollte mich ja auch in seinem Raum noch umgucken von Markus. Willkommen, mein Sohn. Telefon. Ich bin sofort zurück. Ich gehe nur schnell ans Telefon. Gotta go quickly. Gotta be swift. Markus! Nein! Nein! Stopp! Boah, jetzt will ich wirklich Fernsehen gucken. Der Kennedy und sein Newark-Flughafen wurden geschlossen. Alle Flüge mussten bis auf weiteres abgesagt werden, da die massive Kältefront, die sich... Aha! Es ist kalt draußen. Moment, ich kann auf die anderen wechseln? 369. Okay. Hier ist's. 369. Ah, die 64. Ja, darf ich an ihm vorbei oder triggert dann was? Hey Carla, was machst du denn? Wo ist die 69? Ist das die Tür da? Ja, ich glaube. Keine Bewegung!
Entweder hat er sich seit dem Foto verdammt verändert, oder er ist nicht unser Mann. Mist! Wie ist das denn möglich? Nur nicht aufregen. Das scheint ein Missverständnis zu sein. Mein okay. Bruder ist in Gefahr. Ich muss ihn sofort warnen. Wow, dafür hatte ich Zeit. Das ist ja merkwürdig. Geh dran, Markus. Geh dran. Hallo. Willkommen, mein Sohn. Was kann ich für Sie tun? Kann ich irgendwas für Sie tun? Oh, mein Herz. Versteckt er sich. Markus! Nein! Nein! Tyler, es ist die falsche Tür. Hä? Es muss noch ein anderes Zimmer Nummer 369 geben. Das beim Fire Exit? Ja, genau die, wo ich nicht hinlaufen durfte. Scheint die Kurve gekratzt zu haben. Den krieg ich noch, Tyler. Glaub's mir. Aha. Los geht's. An der Wand da draußen sind also auch ganz viele Spiralen. Ja. Mein Bruder ist gerade gestorben, aber jetzt kriege ich plus 20 einfach so. Wahrscheinlich nur, damit die mir jetzt direkt wieder weggenommen werden können. Lukas, du musst kommen. Sofort. Yes. Sie sagen, sie bringen mich sonst um. Ich bin am alten Rummelplatz. Bitte, beeil dich. Sie... Jetzt wirst du wohl begreifen, dass ich es ernst meine. Also, beeil dich. Und ich wette, diese minus 60, weil Marcus gestorben ist, das sind keine minus 60, sondern die Zahl ist variabel, je nachdem, was bei mir eben das Niedrigste sein kann, ohne dass ein Game Over ausgelöst wird. Weil hiernach ist ja der Balken eh egal für ihn. Ich gehe meinem Tod entgegen. Na gut, dass er das schon alles, weiß. Was ich seit dem Augenblick durchgemacht habe, in dem ich jenes Restaurant betreten hatte, konnte nur hierauf hinauslaufen. Ich hatte keine Kraft mehr, noch länger zu kämpfen und mich ständig zu verstecken. Es war ihr vergebens. Es gab nur noch eins zu tun. Versuchen, Tiffany's Leben zu retten. Danach würde ich nicht länger... Ja, und alle Parteien sind auch hier vor Ort. Tiffany, ich habe Wichtigeres zu tun, als hier herumzuspazieren. Ja, richtig, deswegen wollte ich ja gehen. Komisch. Den Mann habe ich schon mal irgendwo gesehen. Diesmal stimmt das sogar. Lukas! Lukas, hilf mir! Sie ruft die gesamte Zeit um Hilfe und dass ich herkommen soll. Und wenn ich da bin, sagt sie, warum bist du denn hier? Hau lieber ab. Oh, danke. Danke für nichts. Join. Wer aktiviert die Achterbahn? Okay. Warum hat eine verlassene Achterbahn noch Strom? Okay. Lauf weg, Lukas! Lauf! Das ist eine Falle!
Was würde passieren, wenn ich hier runterfalle? Let's find out. Und damit endet meine Geschichte. Offiziell lautete die Todesursache Selbstmord. Ich werde nie herausfinden, was mir an jenem kalten Januarabend im Restaurant wirklich widerfahren ist. Und ich werde auch nie erfahren, was mich getötet hat. Ja, und die KI-Wesen denken sich so, was? Der Noob konnte nicht seine eigene Freundin retten? Ja, dann bleibt er jetzt einfach tot. Oh Gott, ich glaube, ich muss gleich niesen. Das kommt in die YouTuber Sneezing Compilation. Okay, er ist weg. Oh boy. Ich sterbe 3 Meter weiter weg von meinem ursprünglichen Punkt. Jetzt bin ich es wert, gerettet zu werden. Gute Fahrt ins Jenseits. Hat er das auch im Englischen gesagt? Ich glaube nicht. Weil damit bezieht er sich ja dann im Deutschen lustigerweise auf die Achterbahnfahrt. Also Deutsche sind schon extrem lustig, wie man sehen kann. Ja, makes no fucking difference. Fertig, das war's. Jetzt brauchen wir nur noch warten, aber kaum sehr lange. Okay. Perfekt. Es läuft alles genau nach Plan. Ich spüre ein weiteres Signal. Cerebrospinale Aktivität. Ich nehme an, er träumt. Oh nein. Fuck. Aber daran merkt man doch, dass deutsche Voice Actor doch für was gut sind. Nämlich, wenn sie Roboter Stimmen geben sollen. Hallo, ich bin ein deutscher Voice Actor. Beep, boop. Muss ich jetzt schleichen? Ja. Wach auf, Markus, los geht's. Beeil dich, wir haben nicht viel Zeit. Bist du sicher, dass du dahin willst? Es könnte gefährlich sein. Du willst doch bestimmt auch wissen, was da drin ist, oder? Vielleicht finden wir ein außerirdisches Raumschiff oder das Grab eines alten Königs. Oder einen gefrorenen Riesendinosaurier. Also, der Typ, der später ein christlicher Pfarrer wird, redet über Dinosaurier in seiner Jugend. Wenn's eine geheime Waffe zur Beherrschung der Welt ist? Jetzt aber vorwärts. Die Halle ist sicher gut bewacht. Wir sollten uns beeilen, sonst erwischen uns Mama und Papa noch. Also, wenn ich könnte, würde ich einfach eine Konsole öffnen und Noclip eingeben und durch die Map fliegen. Gut, dass es in dem Spiel keine Konsole gibt. Sonst würde ich wahrscheinlich noch ein drittes Playthrough machen, wo ich nach irgendwelchen Level-Secrets suche. Keine Bewegung oder ich schieße! Nicht schießen, Sir. Wir sind nur Kinder. Wir sind die Canes. Was zum Teufel habt ihr hier um diese Zeit zu suchen? Macht, dass er nach Hause kommt.
Du bist verrückt, Lukas. Nochmal lässt er uns nicht laufen. Wenn der uns erneut erwischt, schlagen wir doch gameplaymäßig überhaupt keinen Unterschied, ob man einen neuen Spielstand lädt oder zurückteleportiert wird. Ich find's auch lustig, wie sie in der Cutscene in die Richtung gucken, aber man hier lang muss. Ja? No. No. Völlig in Ordnung. So, jetzt werde ich nach vorne teleportiert. Ein Soldat, schnell, verstecken! Nur damit ich dann wieder dahin laufen darf, wo ich ja überhaupt schon war. Oh boy. Ich werde das Spiel jetzt aber in dieser Sitzung noch durchspielen. Also macht euch darauf gefasst, dass ich mich zunehmend gelangweilter und müder anhöre. So, jetzt kommt wieder eine Cutscene. Wir können nicht weiter. Der Soldat blockiert den Weg. Einer von uns muss hinten rumschleichen, um zu sehen, wie er zum Gehen ist. Oh, hier, Choices Matter. Ich gehe jetzt mit dem anderen Dude hier hinten hin. Unglaublich. Oh. Keine Bewegung oder ich schieße. Ich wusste es. Was zum Teufel habt ihr, um diese Zeit zu suchen? Oh, ein Checkpoint wenigstens, okay. Das ist gut. Joink. Völlig fertig, ja, das kommt hin. Aha, jetzt hat er also doch, eine Mission in der Vergangenheit, was ne, auch Sinn ergibt und so. Hilfe. Switch. Ich warte besser auf Lukas. Ja, nur um dann sowieso zurückzubleiben. Also, manche Spielefirmen gehen einfach pleite. Und jetzt? Um ungesehen aber zu der Halle zu gelangen, gibt's nur Quantic eins. Dream am darf irgendwie überleben mit sowas. Unmöglich. Merkwürdig. Das steht genau im Sichtfeld der Wache. Ich weiß, aber das ist der einzige Weg. Hör zu. Ich versuche, seinen Blick woanders hinzulenken. Und du rennst und geht aus dem Mast hoch. Ich versuche, dir möglichst viel Zeit zu verschaffen. Okay, aber wie kommst du rein? Ich warte zu Hause auf dich. Du erzählst mir alles, wenn du zurück bist. So wissen wir wenigstens, ob in der Halle wirklich eine fliegende Untertasse drin ist. That's cringe, bro. Warum sollten Aliens existieren in einer Welt, wo alle Conspiracies true sind? Jetzt bist du dran, Lukas. Hey, was hast du hier verloren? Ich suche meine Katze, Sir. Sie ist mir entlaufen.
Sie saß auf dem Mülleimer. Aber als ich sie packen wollte, entwischte sie mir. Du bist einer von den Canes, oder? Geh nach Hause, Junge. Du solltest um diese Zeit nicht alleine draußen bleiben. Und meine Katze, Sir? Die finden wir morgen. Jetzt gehst du erst mal nach Hause. Oh oh. Achso, das macht überhaupt keinen Unterschied, oder wie? Das muss ich testen. Keine Bewegung und ich schieße! Okay. Das Spiel lügt also einfach, wenn es lustig ist. Oh.